Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde des Rusty Guys Cup. Heute spielen FC Pro Player X gegen Kingston United FC und wir schauen mal auf ein paar Namen. Zunächst bei den Pro Player X, dort haben wir beispielsweise Dynamic 311, Chefkoch Daniel, Schlackerbascher oder Chica S. Bei Kingston United FC haben wir beispielsweise Akku Tiger, Alu Power Girl, Gamezocker oder auch Steffi, Alex und Totenkopffeuer. So, das Spiel hat bereits begonnen und wir dürfen gespannt sein, was wir in diesen 90 Minuten alles zu sehen bekommen. Mein Name ist übrigens René, aka The DJ Deadman, und ich freue mich sehr, dass ich dieses Spiel kommentieren darf. So, FC Pro Player X haben hier den Ball und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das ist Chica S. Chica S, wunderbarer Schuss! Und Akrotaga muss da den Ball über den Kasten lenken. Jetzt gibt es die Ecke. FC Pro Player X. Aber die Ecke war nicht gut genug. Die Gegner jetzt hier am Ball. Und das ist Kingston United FC. Alu Power Girl mit dem Schuss. Aber die Gegner bekommen den Ball. Und da muss Dynamic 311 dann schließlich hin, um den Ball anzunehmen. Und er schießt den Ball, aber allerdings über die Linie. Keine Ahnung, was er sich dabei dachte. Aber auf jeden Fall gibt es hier jetzt einen Wurf. Hallo Power Girl. Mit einem weiten Einwurf, der allerdings nur den Gegner findet und der diesen dann wieder über die Linie bringt. Somit also jetzt wieder Kingston United FC am Ball. Und das ist jetzt Steffi Alex. Totenkopffeuer. Quartino, was macht er draus? Ah, und der Gegner hat wieder den Ball. Der Gegner hat wieder den Ball. An Tor ist das jetzt zu Schlackerbascher. Dieser jetzt zu Hiyoshi und wieder Schlackerbascher. Chefkoch Daniel 95. Und sie wollen nach vorne kommen. Ronaldinho 775. Dann aber ein wunderbarer Kopfball hier von Hans-Jörg. Ja, und so schnell wie hier Kingston United den Ball hatten, so schnell haben sie ihn auch wieder verloren. Und das ist Schlackerbascher wieder am Ball. Und jetzt über die Linie. Alu Power Girl darf wieder einwerfen. Der dritte Einwurf bereits. Steffi Alex jetzt zu Totenkopffeuer. Oh, und wird das hier eine Chance? Oh, das ist ärgerlich. Der ging ein bisschen zu weit drüber hier von Totenkopffeuer. Aber der erste Versuch hier von Kingston United FC. Und sofort wollen hier FC Pro Player X antworten auf diese mögliche Chance. Können sie allerdings nicht, denn jetzt hat hier Kingston United FC wieder den Ball. Alu Power Girl ist das. Der Ball zu Gamezocker. Dampfans wieder zu Gamezocker. Quartino ist das. Totenkopffeuer zu Dampfans. Steffi Alex. Oche! Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ich glaube, das war Schlackerbascher gewesen, der sich da vor ihn gestellt hat. Und das ist dann natürlich ärgerlich, wenn da ein Gegenspieler vor dir steht und du einfach nicht schießen kannst. Jetzt aber die Chance hier. Pro Player X. Chica S. Aber der Ball war nicht gut genug drin gewesen im 16er. Steffi Alex jetzt somit. Und das ist Totenkopffeuer! Totenkopffeuer! Aber geht an den Pfosten! Er geht an den Pfosten! Halleluja! Das hätte hier die Führung sein müssen eigentlich für Kingston United FC. Aber mit viel Pech verbunden. Und Dynamic 311 kommt da zur Stelle. Und er kommt nochmal zur Stelle! Meine Güte, der Torwart ist gut. Aber jetzt gibt es hier die Ecke. Kingston United FC. Ja, und die Ecke ist weit. Keine Ahnung. Ah, und da Schlackerbascher am Start. Jetzt aber Hans-Jörg 44. Aber dann ist der Ball schließlich erstmal aus der Gefahrenzone raus. Oh, und das sieht gut aus für FC Pro Player X. Chica S ist das jetzt. Und der Ball geht nicht rein. Jemand hat ihn abgefälscht. Es gibt aber Einwurf. Ronaldinho 775 zu Timo. Der Ball allerdings jetzt weg. Und jetzt legen sich mal direkt drei Spieler hintereinander her. Auf den Boden. Man kommt hier gar nicht mehr hinterher. Das geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Steffi Alex. Oh, der ist gut, aber nicht zu gut, um hier eventuell ein Tor draus zu machen. Quartino jetzt mit dem Anwurf. Ah, der war schlecht gemacht, leider.
Und da konnten die Pro-Player den Ball kurz hier annehmen, aber Kingston United FC schon wieder am Ball. Und das ist das Alu-Power-Girl. Jetzt zu Steffi Alex. Roche zu Marlin. Alu-Power-Girl, ein guter Schuss. Oh! Und dann geht er nur ganz knapp vorbei. Das ist unfassbar. Das hätte jetzt schon aus der Sicht von Kingston United FC 2-0 stehen können, aber steht nach wie vor nach über einer halben Stunde 0-0. Jetzt aber allerdings die Chance. Hiyoshi. Und das ist das erste Tor hier für die FC Pro Player X im Rusty Guys Cup. Sie hatten ja schon mal Chancen gehabt hier in dem Spiel. Ganz am Anfang von Chica S. Und jetzt ist der Ball dann drinnen. Hiyoshi hat's gemacht. Und das, obwohl es gerade hier für Kingston United FC deutlich besser aussah. Aber das ist Fußball. Und sofort wollen sie antworten. Mal schauen, ob ihnen das gelingen wird. Dampfans ist das hier jetzt. Und Schlackerbascha steht wieder im Weg. Wieder steht Schlackerbascha, Kingston United FC, ich wollte gerade andersherum sagen, im Weg. Und jetzt hier Gamezocker am Start. Das ist eine richtig schöne Partie, muss man mal so ganz ehrlich sagen. Viel passiert hier. Und der ist soweit. Der ist soweit. Dynamic 311 kommt dahin. 40 Minuten sind hier gespielt und jetzt sehen wir die Pässe. 92 zu 57 nur. Und das ist Gamezocker. Der Ball allerdings jetzt schon wieder weg bei den Gegnern. Chefkoch Daniel ist das jetzt. Und mal ab zum Torwart. Uiuiui. Hat aber Glück gehabt. Da kam jemand von Kingston United FC an. Chefkoch Daniel jetzt. Und jetzt wieder die Chance. Hiyoshi ist das. Aber zu viel gekrempelt. Und dann war der Torwart auch noch da gewesen. Und noch ein anderer Spieler. Jetzt wieder Ecke für FC Pro Player. Aber der geht drüber. Halleluja, was ist das hier für eine geile Partie. Und 2 Minuten Nachspielzeit, die aber auch gleich schon vorbei ist. Dampfans zu Hans-Jörg. Hallo Power Girl. Ja, und das wäre die letzte Möglichkeit hier gewesen. Jetzt gleich kommt auch der Pfiff. Jawohl, da ist der Pfiff. Halleluja, was ist das nur für eine Partie. Huiuiuiui. Eine wirklich tolle Partie. Beide Mannschaften zeigen ja wirklich Großartiges. Kingston United FC kamen anfangs ja etwas schwierig in die Partie rein. Da hatten ja vor allen Dingen SC Pro Player X durch die erste Chance von Chica S ja eine richtig gute Möglichkeit gehabt. Aber jetzt so in den letzten ja 10-15 Minuten, da kamen Kingston United FC deutlich besser rein. Wie gesagt, 2 Chancen gab es schon hier für Kingston United FC, aber einmal war beispielsweise der Pfosten da gewesen und einmal ging der Ball neben das Tor. Aktuell also 1-0 hier für FC Pro Player X, aber es gibt ja noch eine zweite Hälfte und die geht jetzt los. Ich bin mal gespannt, ob FC Pro Player X hier diese 1-0 Führung halten kann oder ob hier Kingston United FC jetzt so richtig aufdreht und den Pro-Player nix mal zeigt, wo hier der Hase läuft. Gamezocker. Und direkt ist der Ball hier wieder weg. Chefkoch Daniel jetzt am Start. Timo. Und jetzt machen sie schnell. Jetzt wollen sie das nächste Ding reinhauen. Aber Accurate Tiger war diesmal am Start gewesen. Und das war Leichtigkeit für ihn. Und jetzt hier die Chance. Kingston United FC. Schade. War eine gute Idee, aber Dynamic 311 bekommt hier den Ball. Schießt ihn jetzt auch weit weg. Und es ist ein schönes Hin und Her, was wir hier immer wieder sehen. Jetzt hier Marlin am Ball. Steffi Alex, wieder zu Marlin. Hallo Power Girl. Gute Vorlage hier. Dynamic aber bekommt den Ball. Er sagt auch, Jungs, hier,
Macht mal was. Ah, und jetzt der Ball direkt wieder bei Kingston United FC. Da hat sich dieser Weiterschuss nicht ausgezahlt. Aber Dynamic mit am Start und er muss direkt zweimal hier hin. Einmal abwehren und einmal dann halten. Und sofort ist der Ball wieder bei Kingston United FC. Das ist unfassbar. Totenkopffeuer hier. Marlin und Dumfans bekommt den Ball. Ah, und er war nicht ganz so gut. Dynamic 311 hier hat wieder den Ball und sagt auch hier etwas zu seinen Jungs. Leider können wir nicht wissen, was es ist. Aber es spielt keine Rolle. Wir sehen hier eine gute Partie. Eine wirklich tolle Partie im Rusty Guys Cup. Und ja, jetzt wollen hier die FC Pro Player wieder nach vorne. Ronaldinho 775 ist das. Schicker! Aber Akronteuer! War ja gerade noch zur Stelle gewesen. Glück gehabt. Chefkoch Daniel 95. Noch sind sie nicht raus aus der Gefahrenzone. Aber diesmal war es dann einfacher hier für den Akro Tiger. Und Kingston United FC, die müssen hier höllig aufpassen. Drehen aber jetzt selbst wieder auf. Roche ist das. Marlin zu Ado Power Girl. Und da geht der Ball über die Linie. Chefkoch Daniel hier jetzt mit dem Einwurf für FC Pro Player X. Wo soll der Ball hingehen? Weit auf jeden Fall. Timo jetzt. Und da ist Antona. Aber ich finde, da hat er gerade ein bisschen zu viel Spirenze mit dem Ball gemacht. Und jetzt Kingston United FC, das ist Roche. Kommt da jemand, der ihm hilft? Ja, es dauert ein bisschen, aber jetzt sind sie da. Aber zu viel geknubbelt, zu viele Abwehrspieler von FC Pro Player X da gewesen. Und somit diese Chance erstmal weg. Und das ist Dumfans zum Keeper zu Acro Tiger. Und der Ball geht über die Linie. Über 70 Minuten schon gespielt und langsam wird es hier eng für Kingston United FC. Also langsam muss hier wirklich mal eine Chance auch reingehen. Akro Tiger hat den Ball. Und wir haben hier gerade Fangesang gehört. Unter anderem auch na 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 na. Hey, goodbye. Aber noch würde ich hier Kingston United FC gar nicht abstreiten. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Die spielen ja wirklich gut. Und wir wissen ja, wie schnell sie hier umschalten können. Übrigens gibt es jetzt hier einen Freistoß für FC Pro Player X. Und die spielen auf Zeit. Die spielen auf Zeit und das gefällt den Fans natürlich auch nicht. Und mal schauen, was sie draus machen. Gar nichts. Der Ball jetzt bei Kingston United FC. Und jetzt wollen sie nach vorne. Jetzt wollen sie nach vorne. Das ist Steffi Alex. Aber der Ball ist weg. Schlager Bascha kam dran vorbei. Dynamic jetzt. Und das ist ein Fehler gewesen. Kingston United FC jetzt. Totenkopffeuer. Totenkopffeuer. Aber Dynamic kommt an den Ball ran. Und es gibt Geld noch hinterher für Chica S mit der Nummer 99. Jetzt allerdings eine Ecke hier für Kingston United FC. Ui, die ist weit nach hinten gegangen. Daraus konnten sie nichts machen. Und das ist Ronaldinho 775 jetzt. Ja, und Gamezocker rettet den Ball hier. Das hätte auch schlimmer ausgehen können, wenn er da nicht gewesen wäre. Und jetzt hier Einwurf. Die letzten 10 Minuten jetzt noch auf der Uhr an regulärer Spielzeit. Und so langsam wird es eng hier für Kingston United FC. Es gibt einen Freistoß hier für FC Pro Player X. Und mal schauen, ob der vielleicht etwas besser kommt als der letzte. Die Spieler verteilen sich hier komplett. Und keine Ahnung, was das für ein Freistoß gewesen sein soll. Aber kein Problem hier für Akro Tiger. Und das ist Chica S. An Tor. Ronaldinho, aber Hans-Jörg mit der Nummer 44 war zur Stelle gewesen.
Und jetzt hier Kingston United FC, verlieren aber kurzzeitig den Ball, gibt aber jetzt hier Einwurf. Alu Power Girl. Ah, und was sehen wir jetzt noch in den letzten Minuten? Jetzt wird es echt knapp langsam für Kingston United FC. So viel steht fest. Aber eventuell doch nochmal die Chance. Alu Power Girl hier, verdient aber den Ball an Schlacker Bascha. Chica ist jetzt. Und Quartino zu Gamezocker. Und jetzt Alu Power Girl. Und Steffi Alex, Tonkopfeuer! Und da ist das 1:1, kurz vor Schluss machen sie ja noch den Ausgleich. Und das wird FC ProPlayx sowas von ärgern. Die werden sich in den Hintern beißen, dass das Ding kurz vor Schluss doch noch reinging. 89. Minute und meine Stimme versagt. Aber auch kein Wunder bei so einem Topspiel, wo hier wirklich alles passiert. 2 Minuten Nachspielzeit. Kann man da noch was machen? Das sieht auf jeden Fall gut aus. Das ist Roche. Aber Schlager Bascha war dazwischen und spielt den Spielverderber. Jetzt aber nochmal die Chance. Roche. Und wieder ist Schlager Bascha hier derjenige, der einem die Chance verdirbt. 1:1. Das heißt also, wir gehen in die Verlängerung, liebe Zuschauer. Und ich muss etwas trinken. Und boah, ich bin sowas von fertig. Ich weiß nicht, ob ich weitere 30 Minuten aushalte, aber wir werden sehen. Also es ist wirklich eine super schöne Partie von beiden Teams hier. Die wollen beide weiterkommen. Die wollen beide eine Runde weiterkommen im Rusty Cup. Im Rusty Guys Cup, so herum. Und wir werden jetzt herausfinden, wer es wird. Es geht weiter mit der ersten Verlängerung. Und FC ProPlayx dürfen hier anstoßen und das machen sie auch. Mal sehen, was wir hier noch alles so zu bieten bekommen von diesen bei wirklich hervorragenden Teams, die ja wirklich so viele Chancen schon hatten. Und FC ProPlayx wollten hier direkt einmal eine Chance nutzen, aber jetzt Kingston United FC am Ball. Oh, das ist gut, das ist gut. Steffi Alex, aber Vanellik ist zur Stelle. Und es gibt Ecke. Oh, die war weit unterwegs. Uff, und da geht der Ball weit nach oben, aber es gibt Ecke. Und die sieht gut aus, die sieht gut aus. Jawohl, da ist das Tor. Da ist das Tor. Bums, macht er da. Da aber auch, völlig berechtigt. Geiles Tor hier. Wirklich hervorragend gemacht. Und es war Paul CMS gewesen. 95. Minute, 2:1 für Kingston United FC. Und das ist natürlich jetzt doppelt bitter für FC ProPlayx. Bis zur 89. Minute beim 1:0 gewesen. Und jetzt steht es jetzt 2:1. Aber es gibt Freistoß. Mal schauen, geht der vielleicht rein? Nein, der wird abgeprallt hier. Und Akro Tiger ist zur Stelle. Und vielen Fans gefällt es natürlich jetzt hier überhaupt nicht, was passiert. Mir allerdings schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das hört man auch an meiner Stimme. Und das ist jetzt hier Totenkopffeuer zu Steffi Alex. Der Ball allerdings weg. An Tor AK zu Schlager Bascha. Chefkoch Daniel. Quartino zum Keeper. Totenkopffeuer zu Roche. Quartino! Aber der Ball geht daneben! Er geht daneben! Also, wenn ich jetzt hier mal nach den Chancen einfach mal eingehe, dann müsste Kingston United FC hier wirklich schon 5-6-1 führen. Leider weiterhin 2:1. Aber
man muss es einfach sagen, es ist eine super Partie. Es ist eine super Partie. Wir haben tolle Tore gesehen, tolle Chancen. Und vielleicht sehen wir hier das nächste Tor. Och, ist das jetzt? Aber er wartet zu lange. Und Schlagerbascha war da gewesen. Schade. Gamezocker. Dampfans. Totenkopffeuer jetzt am Ball. Und, und wieder ist Dynamic 3-11 am Start. Er hat zwar zwei Dinger hinter sich lassen müssen, aber trotzdem ist das ein super Torwart. Und wieder die Chance. Aber das war dann am Ende leider doch nicht so viel gewesen. Und die erste Hälfte der Verlängerung ist vorbei. Es gibt nochmal 15 Minuten. Und SC Pro Play X, die müssen in den nächsten 15 Minuten nochmal Gas geben, wenn sie das Ding hier doch noch auf ein 2-2 oder besser hinbekommen wollen. Wobei ich glaube, ein Albtraum wäre es für beide Mannschaften, wenn es hier am Ende zum Elfmeterschießen kommt. Von daher drücken wir einfach mal beiden Teams die Daumen, dass das hier gut funktioniert. Bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. Und die letzten 15 Minuten beginnen im Stadion Stern übrigens. Und Kingston United FC durfte hier anstoßen. Und sie wollen auch direkt mal nach vorne kommen. Das merkt man schon. Aber sie machen langsam. Sie wissen, sie haben jetzt hier das 2-1 in der Tasche. Ah, doch, sie drehen wohl noch was auf. Steffi Alex! Aber der Ball geht rüber. Es gibt Eckball. 5-2 Eckbälle hier jetzt schon. Ah, die Ecke allerdings leider zum Vergessen. Und jetzt wollen hier FC Pro Player X nochmal zum 2-2 kommen. Allerdings jetzt der Ballwechsel, jetzt hier die Spieler in Rot am Ball. Ah. Da muss der Torwart auch mal hinkommen. Schießt den Ball auch weit weg. Jetzt aber wieder Steffi Alex am Ball. Und was machen sie draus? Ah, schade. Leider ist der Ball weg. Der Ball wurde abgenommen und jetzt ist Chefkoch Daniel am Ball. Timo, aber der Ball ist futsch. Und wird das hier eine Chance? Nein, da steht einer dazwischen. Und es wird knapp hier. 3 Minuten jetzt gleich noch auf der Uhr an regulärer Spielzeit. Ich denke mal, dazu bekommen wir hier noch 3 Minuten Nachspielzeit. Oder 2. Aber wenn hier FC Pro Player X jetzt noch im Rennen sein wollen, dann müssen sie hier jetzt nochmal wirklich richtig Gas geben. Es wird langsam richtig knapp. So viel steht fest. Es wird langsam richtig knapp. Und es gibt nochmal eine Unterbrechung. Es gibt eine gelbe Karte. Und Schlagerbascha bekommt diese gelbe Karte auch zurecht, wie ich finde. Und natürlich spielt man jetzt hier auch so ein bisschen auf Zeit. Und man hört es an den Reaktionen, das gefällt den Fans im Stadion Stern überhaupt nicht. 2 Minuten Nachspielzeit gibt es hier noch. Und United, ach, Kingston United, so heißen sie, hätten hier nochmal die Chance gehabt. Und gleich haben sie es geschafft. Gleich haben sie es geschafft. Die Fahne geht hoch. Das war der Vorteil übrigens gewesen. Und das war's! Das war's! Kingston United FC sind eine Runde weiter. Wunderbares Spiel hier von beiden Mannschaften. Aber am Ende hat es für Kingston United FC gereicht zum 2-1. Wunderbares Spiel. Dankeschön fürs Zuschauen, sage ich. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.